Immer wieder taucht in Foren und unter Sammlern die Frage auf: Gibt es einen Uhrenknicke, eine Etikette, was darf man, was darf man nicht? Ich sammle schon seit vielen Jahren Uhren und möchte euch in diesem Video meine 5 Kerngedanken zu diesem Thema mitteilen. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch meine 5 Kerngedanken zum Thema Etikette bei Uhren mitteilen. Immer wieder taucht in Foren und bei Diskussionen, teilweise auch auf Stammtischen und unter Uhrenfreunden, die Frage auf: Gibt es einen Uhrenknicke, gibt es eine Etikette, was darf man heute, was darf man nicht? Welche Uhr trägt man wann und wo und wie? Und diese Fragen tauchen immer wieder auf, ohne dass es dafür eine allgemeingültige und abschließende Antwort gibt. Deshalb möchte ich euch heute in diesem Video meine 5 Kerngedanken zu diesem Thema mitteilen. Nummer 1. In meinen Augen geht überhaupt nicht, Uhren von anderen schlecht zu reden. Sei es, was die Qualität betrifft oder die Marke oder die Ausstattung der Box, das Band oder was auch immer es sei, Uhren von anderen rede ich nicht schlecht. Am letzten Wochenende war ich mit der ganzen Familie auf einem Weingut und meine Schwester hat mir ihre Uhr gezeigt. Dabei hat es sich gehandelt um eine Uhr von Aldi im einstelligen Euro-Bereich, was den Preis betrifft. Und es war ein wirklich sehr günstig gemachter Abklatsch einer Icewatch. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war ich nicht total begeistert von der Uhr. Aber ich habe meiner Schwester gesagt, wenn sie dir gefällt, ist das doch die perfekte Uhr für dich. Und sie wird wahrscheinlich sogar genauer gehen als die allermeisten meiner mechanischen Uhren. Warum hätte ich ihr wehtun sollen und ihre Uhr schlecht reden? Sie hat sich so dermaßen gefreut, dass sie mir sogar ganz stolz erzählt hat, dass sie für diese günstige Uhr sogar 7 Euro für einen Batteriewechsel investiert hat. Also, ihre Uhr, ihr Geschmack, es steht mir nicht zu, sie schlecht zu reden. Und das werde ich auch bei keiner anderen Uhr machen. Und ich würde auch erwarten, dass niemand mir meine Uhren schlecht redet. Also Nummer 1, schlecht reden von anderen Uhren geht überhaupt nicht. Nummer 2. Ich finde es ganz unangenehm, wenn Leute mit ihren Uhren posen. Posen meine ich jetzt nicht nur von "guck mal, was ich hier habe" oder die Uhr immer wieder so hinlegen, dass es jemand sieht. Nein, auch angeben, die Uhr samt Preisschild vor sich hertragen und so richtig auf dicke Hose machen. Gefällt mir nicht, ist mir nicht sehr sympathisch. Und ich hoffe auch, dass ich das nicht tue. Eine Uhr soll mir Freude machen, weil sie mir gefällt und nicht, weil sie teuer war. Und letztendlich, wie teuer sie war, geht auch eigentlich keinen etwas an, denn ich habe sie mir wegen der Freude gekauft und nicht, weil ich das Geld auf dem Konto über hatte und keine andere Verwendung dafür. Also posen, angeben, nein danke. Nummer 3. Als Nummer 3 des geht gar nicht, würde ich sehen, sich zieren. Wenn also jemand fragt, zeig doch mal deine Uhr und dann so, nö, ach, einfach, nö, heute nicht und ach, da, nein, gar nicht. Finde ich nicht gut und man kann ruhig über seine Uhr sprechen. Und wenn man gefragt wird, dann darf man meiner Meinung nach auch ruhig sagen, dass es eine teure Uhr war, teuer zumindest nach dem allgemeinen Verständnis, wenn man überlegt, dass viele Uhren kauft werden im Bereich von 100 bis 300 Euro und das dann als die gute Uhr im Haushalt betrachtet wird, dann darf man ruhig zugeben, dass die Uhr deutlich teurer war, ohne damit unbedingt zurückkommend auf Punkt 2 posen oder angeben zu müssen. Aber man muss sich auch nicht zieren wie die Jungfrau und drum herum reden, weil das macht das Thema nur viel interessanter und ist für mich dann ein Posen auf andere Art. Ehrlich und selbstbewusst, aber nicht vor sich hertragen. Nummer 4. Ebenfalls wirklich nicht angemessen finde ich es, wenn die Uhren nicht wertgeschätzt werden.
wenn sie achtlos in der Schublade rumgammeln oder über den Tisch geschoben und verkratzt werden oder aber die Uhren einfach nur gekauft werden, damit sie in einer Box rumliegen und noch nicht mal schön aufbereitet sind, sondern gegeneinander reiben, sich gegenseitig verkratzen, nur damit man eine Ansammlung des gleichen Modells hat oder aber eine Art Jagdtrieb befriedigt hat und die Uhr dann vor sich hin gammelt, hätte ich jetzt fast gesagt, gut, Uhren gammeln nicht, aber sie liegen dann einfach rum, werden noch nicht mal in die Hand genommen, werden nicht getragen, sondern sind nur des Kaufzweckes wegen gekauft worden, um dann keine weitere Beachtung zu erfahren. Das finde ich sehr schade und das ist auch für mich meiner Meinung nach ein No-Go unter den Sammlern, denn für mich gehört ganz eindeutig zum Sammeln auch die Freude an der Materie und nicht nur das Ablegen in der Box. Nummer 5. Welche Uhr trage ich wann? Eine ganz schwierige Frage. Meine ganz ehrliche Meinung, es gibt dafür kaum noch eine Regel. Wenn Fernsehmoderatoren zum Anzug Turnschuhe tragen, Vorstände von DAX-notierten Konzernen keine Krawatte mehr zum Anzug tragen, wer bitte schön soll dann bestimmen, ganz allgemeingültig bestimmen, welche Uhr ich wann und wo trage. Für mich gibt es da nur eine wirkliche Regel. Ich trage keine Uhren, bei denen ich von vornherein vermuten muss, dass ich irgendjemandem damit auf die Füße trete. Das heißt, wenn ich auf eine sehr konservative Veranstaltung gehe, wo ich weiß, dass der Gastgeber darauf Wert legt, dann trage ich keine Flickflack-Uhr oder keine Icewatch. An den anderen Gästen orientiere ich mich dabei nicht, sondern nur an den Gastgeber, sei es der Jubilar, das Geburtstagskind, der Bräutigam, die Braut oder wer auch immer. Das ist für mich der alleinige maßgebende Maßstab. Ob die Uhr zum Gürtel oder den Schuhen passt, bemerkt wahrscheinlich nicht einmal 1% der anwesenden Gäste oder meiner Kollegen oder der Menschen um mich herum. Und ganz ehrlich, mir ist es auch ziemlich egal, sowohl bei mir als auch bei anderen. Wer Spaß daran hat, es abzustimmen, möge es tun, aber er möge es bitte nicht zum Maßstab für andere erheben. Insofern kann man wahrscheinlich in 99% der Fälle jede Uhr tragen, die einem gefällt, mit der Ausnahme keine Beleidigung und kein Vergrätzen desjenigen, um den es sich bei einem bestimmten Anlass dreht. Ansonsten erlaubt ist, was gefällt und niemanden verletzt, im Sinne von den Geschmack des anderen verletzt. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Sichtweisen etwas anfangen. Falls ja, schaut euch auch gerne das nächste Video an, da oben wird es gleich verlinkt. Und wer es noch nicht getan hat, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren oder aber unten im Video Kommentare hinterlassen. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.